In diesem Video lernen Sie, wie Sie mit Hilfe der Kräfte des oberen Menschen so nach hinten gehen, dass der Körper das wie von alleine macht. Stellen Sie sich aufrecht und locker hin, spüren Sie so in Ihrem Körper, dass er sich beginnt, angenehm und leicht anzufühlen. Heben Sie die Arme nach oben und dann strecken, durchströmen, durchstrahlen Sie die Arme, bis es auch die Lunge auf angenehme Weise leicht hebt und das Atemgefühl nach oben mitnimmt. Wenn Sie dabei Ihren Körper spüren, dann wird es Sie gar nicht nach oben rausziehen, sondern Sie haben trotzdem einen guten Kontakt zum Boden, obwohl es in Ihnen leicht wird. Strecken Sie die Arme und tasten Sie ein wenig nach vorne und ein wenig nach hinten. Ob es nach hinten oder nach vorne zieht, ist nicht immer gleich und abhängig von der Konfiguration, in die man seinen Körper versetzt hat. Aber bei den meisten von Ihnen wird es jetzt wahrscheinlich nach hinten ziehen. Spielen Sie mit diesem Zug nach hinten. Verstärken Sie die Spannung in den Armen und merken Sie, das verstärkt den Zug. Lassen Sie ein bisschen los und merken Sie, das bringt Sie zurück in die Mitte. Arme durch Strahlen gezogen werden, nach hinten loslassen, sich selber gut spüren und trotzdem noch Kontakt zum Boden haben. Und jetzt folgen Sie dem Zug nach hinten mit den Schritten und bleiben dann stehen, lassen die Arme los und kommen wieder nach vorne. Den Zug aufbauen, sich ziehen lassen. Wenn die Schritte bei größerem Zug und höherem Tempo trotzdem klein bleiben, dann wissen Sie, dass Sie einerseits mit dem oberen System gearbeitet haben, aber trotzdem gut mit unten verbunden waren. Oben zieht es, unten läuft es. Jetzt gehen Sie einmal ohne den Zug in den Armen zurück, mit hängenden Armen. Wahrscheinlich wird Ihnen auffallen, dass der Schritt sich vollkommen anders anfühlt. Fast plump im Gegensatz zu mit erhobenen Armen und als müssten Sie den Körper fast nach hinten schieben. Und dann machen Sie es wieder mit den Armen oben und achten Sie mal drauf, wie frisch sich die Lunge dabei auch anfühlt, wenn Sie so gehen. Und auch, dass die Schritte, auch wenn sie schnell gezogen werden, gar nicht groß werden, sondern klein bleiben. Wenn Sie die Übung mit erhobenen Armen beherrschen, dann können Sie sie auch auf den ganzen Körper übertragen, insbesondere auf den Raum hinter den Nieren. Öffnen Sie mit Hilfe der Arme den Raum in diesem Bereich, bauen Sie den Sog auf, folgen Sie ihm und stoppen dann durch das Weitwerden der Arme sogar die Bewegung. Und wenn Sie loslassen, kommt der Körper von alleine wieder nach vorne. Natürlich können Sie mit den Armen oben auch einen Strom nach vorne auslösen. Für die meisten von uns ist es aber etwas mehr Arbeit und braucht mehr Überredungskunst als der sich natürlich einstellende Zug nach hinten.
In dem Video Schwimmen gegen den Strom zeigen wir Ihnen, wie diese Richtung aus dem Zusammenhang heraus aber auch ganz natürlich entstehen kann.